Guten Abend. Sie sind geheimnisvoll und gefährlich. Sie leben in Schein- und Schattenwelten, üben sich in Täuschungen und Maskeraden. Eine Liebende in den Zeiten des Vernichtungskriegs. Eine Spielerin auf der Suche nach Erlösung. Eine Getriebene in einer gnadenlosen Zimmerschlacht. Was war denn jetzt schon lustig? Eine Träumerin in den Zeiten des Risikokapitals. Das sind die Rollen für vier großartige Schauspielerinnen, die uns in ihren Bann ziehen und die uns mitnehmen auf ihre Reisen in emotionale Abgründe. Meine Damen und Herren, hier sind die Nominierten für die beste weibliche Hauptrolle. Ihre ganze Familie wurde ermordet von der SS. Wie weit würdest du gehen? So weit, wie dieser Münze selber will. Du hast ja schwarzes Haar. Und blond ist jetzt in Mode, nicht? Was machen Sie denn hier? Ich will mit den Deutschen über das Recht reden. Das Recht? Hier? Erschießen wir Franken nicht, dann sterben 20 bis 30 Juden! Seit wann ist das Leben eines beliebigen Juden mehr wert als das eines guten Holländers? Mann? Du, Gabriel. Ach, hallo, Magdalena. Erzähl mir was. Kann ich nicht einmal in Ruhe telefonieren? Du machst mich noch wahnsinnig! Meine Tochter ist tot. Tja, ein Schock. Könnten Sie am Grab ein Gedicht vorlesen? Das Kind gibt es nicht. Glauben Sie, ich sauge mir das hier alles aus den Fingern. Bist du böse, hm? Gib's doch zu! Doch, du wolltest mich erlösen! Gib's doch endlich zu! Willst du dich von mir trennen? Dich braucht niemand. Niemand braucht dich. Das ist nicht, weil ich das nicht liebe. Ja, mal los. Du bleibst am Versager und ich erzähle Geschichten. Das war's letzte Mal, okay? Entschuldigung. Jella Fichte, ist Ihr Mann zu Hause? Wie viel wollen Sie? 200.000. Au. Und die, oh, jetzt hakt er auch noch. Die Lola für die beste weibliche Hauptrolle geht an Nina Hoss. Toll. Ich möchte mich ganz herzlich bei Christian Petzold, meinem Regisseur, bedanken. Ich möchte mich bei Florian Körner, Michael Weber, dem Produzenten bedanken, bei Hans Fromm, Kamera. Ich bin überwältigt, habe ich jetzt wieder nicht gedacht und finde es fantastisch. Ich freue mich wirklich sehr. Vielen, vielen Dank.